Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 43. Lesung des Buches Das Doppelgesicht des Papsttums. Aber, großes Aber. Letzte Sendung, habt ihr ja gemerkt, sind wir in ein anderes Buch reingegangen. Das heißt Der deutsche Michel und der römische Papst. Ein sehr interessantes Werk, auf das ich irgendwo gestoßen bin und was der Mario sich angeeignet hat, in eine vernünftige Sprache und Schrift umzuarbeiten, dieses Buch, dass wir es lesen, bearbeiten können. Das Buch wird vielleicht später irgendwann mal auf meinem Kanal gelesen, das weiß ich wirklich nicht, aber was sicher ist, ist, dass der Marius es fertig bearbeiten wird und nach der fertigen Bearbeitung wird es auf meiner Bibliothek im Archive hochgeladen werden, dann kann jeder sich runterladen. Und dass ihr wisst, um was es geht bei diesen 666 Thesen, natürlich 666 ausgewählt, weil es geht ja um den Menschen der Sünde, um den Man of Sin, also Mann der Sünde, den Menschen des Verderbens, den Antichristen. Deswegen hat der Panizza sich das ausgesucht, 666 Thesen zu machen. Haben wir hauptsächlich die Thesen rausgesucht, erstmal über den Ablass, über die Beichte und über das Fegefeuer. Darüber sprechen wir. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen, darüber werden wir auch dieses Mal sprechen. Marius und ich werden uns wieder in den Lesungen, der Thesen abwechseln. Das ist ein offenes Gespräch, dass also jeder, der auf Skype zugeschaltet ist, auch seine Bemerkungen, Fragen, Kommentare dazu geben kann. Und wie es normalerweise üblich ist, hat Alexander ein Lied vorbereitet, dieses Mal leider nicht, hat ihm die Zeit gefehlt, ist auch nicht so schlimm. Ich fand das Lied von letzter Woche so passend zu dem Thema, dass ich sage, wir spielen das Lied heute einfach nochmal. Und das werden wir dann jetzt zur Einstimmung auch machen. Und danach fangen wir an mit der 43. Lesung Das Doppelgesicht des Papsttums, das ein Ausflug ist in das Buch Der deutsche Michel und der römische Papst. Hier das Lied Schrecken ohne Grenzen. Sie ziehen umher auf der ganzen Welt. Sie tragen schwarze Roben und lächeln dir ins Gesicht. Ihre Gier kennt keine Grenzen, kein Mensch, kein Land vor ihnen sicher. Die Teufel aus Rom. Schrecken ohne Grenzen, Schrecken ohne Grenzen. Die Tür zum Beichtstuhl weit offen, ob Mädchen, Knabe oder Frau, sie schrecken vor nichts zurück. So viele wurden von ihnen missbraucht. Kein Gefäß mag das Leid erfassen. Die Hölle auf die Menschen losgelassen. Hölle auf die Menschen losgelassen. Sie lügen dir ins Gesicht, verdrehen die Wahrheit, machen die Finsternis zum Licht, der Wahrheit Feind. Sie haben den äußeren Schein von Gottes Furcht, dessen Kraft aber verleugnen sie. Die Pest aus Rom, das Haus der Dämonen. Stolzieren daher in ihren Gewändern aus Purpur und Scharlach, aus Purpur und Scharlach. Schrecken weder
vor falscher Anklage noch Mord zurück, noch Mord zurück. Kein Krieg auf dieser Welt, wo sie nicht die Fäden in ihren Händen hielten. Rom, du Hure Babylon, du reitest auf der Schlange. Doch sei dir gewiss, des Herrn Wort Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen, werden nicht vergehen. Sei stark und mutig, sei unerschrocken und ohne Furcht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst, ist er bei dir, wo du hingehst. Ja, nochmal schönen Dank, Alexander, für dieses wundervolle Lied, was du bereits vor 14 Tagen oder so eingesungen hast, was wirklich sehr passend ist zu dem Buch. Wie gesagt, anstatt Doppelgesicht des Papsttums, was eigentlich zu erwarten wäre, gehen wir diesen Ausflug fortsetzen in der deutsche Michel und der römische Papst aus dem Buch von Panizza. Wir waren stehen geblieben auf Seite 10 von 26 Seiten der Zusammenfassung in Punkt 262. Und da will ich mal eben kurz direkt sehen, wir sehen hier unten die kleine Fußnote, siehe Abbildung, da geht es um die Abbildung hier, das kirchliche Finanzwesen der Päpste. Dieses Buch von Dr. Philipp Furker hat damit zu tun, was hier in diesem Punkt Nummer 262 steht, oder Furker. Furker schreibt in unseren Tagen, also ein Zitat aus dem Buch, dessen Bild ihr da drüben gesehen habt, von 1878, fasst man die ganze Menge der im Taxenbuche aufgestellten Bestimmungen zusammen, so bleiben nicht viel unbesteuerte menschliche Handlungen übrig. Und das gilt wohl ganz sicher für das 21. Jahrhundert. Wir müssen ja wohl auf alle Steuer zahlen, sogar auf unseren Atem inzwischen, wo ich vor 30, 40 Jahren noch Witze drüber gemacht habe, dass sie unsere Luft besteuern werden. Heute ist das so wegen Kohlenstoffabgabe, die man ja im Grunde schon entrichten muss, ne? Päpstliche Taxen begleiten den Menschen bei jedem Schritt durchs Leben, erlauben ihm das Verbotenste, verbieten ihm das Erlaubteste und sie vergiften und stören die sozialen Verhältnisse und greifen willkürlich ein in die staatlichen Ordnungen. Ein solches System musste wie eine sittliche Pest in der Menschheit wirken. Und so wirkt es auch. Und das ist halt ein Zitat von Furker aus diesem Buch, das kirchliche Finanzwesen der Päpste. Auch sicher ein interessantes Buch, sich mal anzuschauen. Du hast da sicher reingeschaut, Marius, gehe ich von aus? Leider nicht so, nein. Nee. Okay, hast nur das Bild hier halt drauf verwiesen. Ja, okay. Ich denke, wenn man diesen Text hier aufmerksam liest, da muss man zu dem Punkt kommen, dass was früher die Ablassbriefe waren, das sind heute im Grunde die Steuern, die wir entrichten. Wir bezahlen auf alles Steuern. Wir bezahlen auf alles unsere Steuern an Rom. Und es ist wirklich wahr, was hier drin steht. Nämlich, dadurch wird einem das Verbotenste erlaubt und das Erlaubteste wird einem verboten. 180 Grad wird die Bibellehre wieder umgekehrt. In der Welt, in der wir leben. Da handelt dieser Punkt 262 von.
den wir jetzt hier zur Einleitung heute gelesen haben. Der nächste Punkt, 266, der ist dann für Marius zu lesen. Ein kleiner Absatz, 266. Ja. So ließ man denn in der Welt sündigen, damit die Römer zu ihrem Geld kämen. Und wo nicht genug gesündigt wurde, konstruierte man neue Sünden. Oder eben neue Ablässe, neue Steuern, wie das heutzutage eben so ist. Ne? Und daran seht ihr, das ist genau der Punkt, den ich machen wollte. Ja. Punkt 267. Nachdem der große Ablassbau ausgeführt worden war, kamen noch eine Menge Ausschmückungen und Zierate hinzu. Ne? Der Ablassbau, wissen wir ja, ist der St. Petersdom in Rom, wie er heute steht. Die wichtigste war wohl die, die Alexander VI. Einführte, wonach der in Rom gewonnene Ablass auf die Seelen im Fegefeuer ausgedehnt werden konnte. Welche Anstachelung der Fantasie! Ein Besuch in Rom verschaffte allen verstorbenen Verwandten das Himmelreich. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb damals ja Martin Luther nach Rom ging. Er wollte ja auch für einen Onkel da bezahlen, um den aus dem Fegefeuer zu holen, ne? Als er da diese Treppe da hochging. Das sieht man wunderbar dargestellt in dem Film von Luther aus 2004. Ne? Ein Besuch in Rom verschaffte allen verstorbenen Verwandten das Himmelreich. Der gleiche Papst, also Alexander VI., führte auch die sogenannte Goldene Pforte auf oder ein, eine Türe der Peterskirche, die nur im Jubeljahr geöffnet ist. Das ist normalerweise alle 50 Jahre, wenn man es biblisch besieht, aber in der römisch-katholischen Kirche gibt es das viel öfter. Nach Schluss desselben wird diese Türe wieder vermauert. Mit drei Schlägen eines goldenen Hammers und den Worten Aperite mihi portas justitae, was in Deutsch heißt, öffne mir die Tore der Gerechtigkeit, wurde sie vom Papst am ersten Tag des Jubeljahrs geöffnet. Jeder, der durch sie hindurchgeht, wird aller Sünden quitt und ledig und kann dies auch für andere zu Hause gebliebene mit dem gleichen Effekt besorgen. Ja, und über den Alexander VI. Habe ich hier als Fußnote beigefügt einen Link zu Wikipedia. Den habe ich aber selbst nicht vorbereitet, aber da der Marius uns den vorhin geschickt hat, denke ich, dass er hier ein wenig drin gelesen hat und uns vielleicht erzählen möchte, was in diesem Artikel drin steht. Marius? Ja, das ist aber nicht Wikipedia, sondern das ist sogar der Schülerlexikon. Und ja, okay, Entschuldigung, das ja, steht ja auch da, ja. Ja. Und da drin steht, dass dieser Alexander VI. Durch Bestechung ans Amt gekommen ist und aus dem Fürstengeschlecht der Bogoria war. Er wurde dann Papst 1492. Er war der erste der sogenannten Renaissance-Päpste und dessen Leben und Liebe galt dem Kunst, Prunk, angenehmem Leben und ja, einen politischen Gebaren, der schon hier im Schülerlexikon als skrupellos genannt wird. Gut, lass mich kurz eingreifen. Du hast gesagt, durch Bestechung wurde Alexander VI. Aus dem Fürstengeschlecht der Borgia 1492 zum Papst gewählt. Bestechung ja. Heißt mit anderen Worten, er hat sich das Amt des Papstes erkauft. Das nennt man Simonie. Geht zurück auf Simon den Zauberer. Von dem kommt der Ausdruck Simonie. Habe ich auch früher schon mal erklärt. Hier nochmal eben für neue Zuschauer kurz erklärt, was das heißt. Durch Bestechung hat Alexander VI. Dies gekauft. Andere Päpste haben das Amt auch gekauft. Kardinäle haben ihr Amt gekauft. Bischöfe haben ihr Amt gekauft. Der Papst ist ja auch nur ein Bischof. Der sogenannte Bischof aller Bischöfe, aber auch nur ein Bischof. Und das Kaufen von kirchlichen Ämtern nennt man Simonie. Das wollte ich noch kurz einfügen. Bitte. Ja, wenn man jetzt als Jugendliche nur zwei Stellen aus der Bibel kennt, und zwar, dass man das Unheilige mit dem Heiligen nicht vermischen soll und dass es man dem Fürsten oder dem König gibt, was dem Fürst gehört und Gott, was dem Gott gehört. Und wenn man dann dieses Artikel im Schülerlexikon liest, dann sollte man schon erkennen, dass das nicht zusammenpasst. Da wird nämlich von der Verweltlichung, vor politischen Machenschaften und gegen eben dieses gekauften Amt gesprochen. Also die zwei Welten aufgrund schon des Artikels im Schülerlexikon passen nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr draus vorlesen sollte, aber das wäre ja der Fazit so.
Naja, wenn das Fazit ist, ist es ja in Ordnung. Wir werden den Link dem Buch ja zufügen, ne? Du hast das in der Ja. Fußnote bereits gemacht. Ich habe das hier anders gemacht, weil ich mein Dokument jetzt nicht wieder verändern wollte. Ich behalte das hier und habe die Fußnote einfach zugefügt aus www.lernhelfer.de Schülerlexikon. Und der Link wird zugefügt und dann kann man das eben für seine eigenen Studien gebrauchen, um dann eben diese Dinge selbst nachzuschauen. Wir geben hier den Anstoß zur Selbstuntersuchung. Und fahren jetzt fort in dem nächsten Teil des Buches mit der These Nummer 272, in der steht, denn auch fast alle, die von Rom wiederkommen, bringen mit sich ein päpstlich Gewissen. Das ist einen epikurischen Glauben. Denn das ist gewiss, dass der Papst und Kardinal samt seiner Bubenschule gar nichts gläuben, lachen's dazu, wenn sie vom Glauben hören sagen. Und ich selbst zu Rom, höret auf den Gaffen frei reden, also auf den Gassen, muss das heißen, Gassen frei reden, ist eine Hölle, so stehet Rom darauf. Das ist ein Zitat, das kenne ich auch ohne zu lesen, wo das rausgenommen ist in der Fußnote. Das kommt aus dem Buch von Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Das habe ich in Englisch und in Deutsch gelesen. Und über die Epikurischen, da geht es halt, dass das unbedachte, selbstverliebte, materialistisch nur lebende Menschen sind, ja, kommt her aus dem altgriechischen Philosophen Epikur. Ja, und das ist ein Wort, was Martin Luther öfter in seinem Buch Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet gebraucht hat. Das ist eine sehr interessante Aussage, weil er ja, wie gesagt, selbst in Rom war. Er wollte einen Onkel, glaube ich, der verstorben war, dafür Geld bezahlen, um den aus dem Fegefeuer zu holen. Als er dann gesehen hat, was für eine Hölle das ist, hat er eben gesagt, ich selbst hörte auf den Gassen von Rom frei reden. Ist eine Hölle, so stehet Rom darauf. Und genau mit dem Gedanken kam er zurück. Ja, und mit was man zurückkommt, wenn man Rom besucht hat, das wird uns jetzt der Marius in These 273 einmal vorlesen. Dreierlei Dinge, sagt Hutten, bringen die zurück, die gen Rom zum Papst gehen: ein korrumpiertes Gewissen, einen bösen Magen und einen leeren Säckel. Also mit anderen Worten, kein Geld mehr. Der Magen ist verdorben und das Gewissen ist korrumpiert. These 283. Du musst aber durch das Wort römische Kirche beileibe nicht verstehen, die rechte christliche Kirche, die vor dem Papsttum gewesen ist, sondern päpstisch, spitzbübisch und teuflisch musst du es verstehen, dass der Papst der heiligen christlichen Kirchennamen braucht auf das schändlichst und lächerlichst und meinet damit seine Bubenschule, Huren- und Hermaphroditenkirche. Hermaphroditen ist eine Zweigeschlechtlichkeit, wie wir das heute im Genderismus ja auch kennen, dass es da viele Geschlechter gibt, das heißt Transgender, das gab es damals auch schon. Man nannte das bei den Griechen bereits lediglich Hermaphroditen. Ja. Marius, bitte. 284. Ach, mein lieber Bruder in Christo, hält's mir ja zu gut, wo ich hier und anderswo so grob rede von dem leidigen, verfluchten, ungeheuren Monstro zu Rom. Wer meine Gedanken weiß, der muss sagen, dass ich ihm viel, viel zu wenig tue. Ja, auch das dürfte ein Zitat von Luther aus dem Buch Wieder das Papsttum zu Rom gewesen sein. Nach dem Motto, wenn man ihm sagt, ach, was redest du alles Schlechtes über Rom oder über das Monster von Rom, dann sagt Luther hier tatsächlich, weißt du, selbst wenn der Tag 24 Stunden, also der Tag hat 24 Stunden und selbst wenn ich jede Stunde des Tages schlecht über Rom reden würde, dann würde ich noch nicht genug Schlechtes über Rom reden. Dieses Monster in Rom kann man gar nicht oft genug bloßstellen, anprangern und den Leuten bekannt machen. Ja? Das gilt übrigens auch für unsere heutige Zeit. Ich würde mir wünschen, dass wir im 21. Jahrhundert auch nochmal so was wie einen Martin Luther bekommen würden und haben würden in unserer Welt hier heutzutage. Aber fahren wir fort mit These 289. Wie fürchterlich Deutschland geblutet haben muss, zeigt uns ein lateinisches Gedicht des Konrad Zeltes aus dem 15. Jahrhundert. Im Roman überschrieben, Zitat: Wie hast du dich verändert, Rom, und wie gemein erscheint uns heute dein Gesicht. Ehemals handeltest du mit alten Körpern und heiligen Knochen, heute handelst du mit Seelen.
Unser gesamtes Deutschland ist infolge dieser Handelschaft vom Süden bis zum entferntesten Norden, von einer Grenze zur anderen, ausgesaugt und ausgeplündert, all unser Gut in eure Spinden und Kästen gewandert, damit du, gottloses Rom, deinen Lüsten Genüge tun könntest. Und die Gelder, die wir euch schickten zum Aufbringen der Heere, die unsere Grenzen gegen die Heiden und Türken schützen sollten, die habt ihr in Rom vor den Altären des Bacchus und der Venus vergeudet. Ende. Zitat aus dem Gedicht von Konrad Zeltes. Konrad Zeltes. Ja. Du bist dran, 219. Man wird mir hier entgegnen. Der Ablass ist ja vorbei. Die schmutzigste Ära ist überwunden. Der Ablass ist nicht vorbei. Er blüht in Deutschland, in Italien, auch wenn nicht in dieser Form aufs Üppigste. Millionen werden jährlich in Deutschland für das Erlösen der Seelen aus dem Fegefeuer ausgegeben. Ich will den Geistlichen nicht ihr Einkommen beschneiden. Ich kenne manchen schwarzgerockten armen Teufel auf dem Lande, der auf dieses Fegefeuergeld angewiesen ist. Ich sage nur, lasst euch nicht weiter beschmutzen von der italienischen Religion. Denn christliche Religion habt ihr nicht mehr. Lasst euch nicht weiter verwickeln in ihre Unterrocksdogmen und heilige Gebärhausexerzitien. Habt nichts zu tun mit den Erweiterungen zur christlichen Religion, in Anführungsstrichen, die nur die Erhöhung der Person des Papstes im Auge haben. Merkt ihr denn nicht, dass man den Papst zum Gott machen will? In Frankreich wird er schon Sohn Gottes genannt. Wollt ihr denn ihn denn anbeten? Ihr habt es schon getan. Da spricht schon eine ziemliche Verzweiflung daraus, ne? Ja. Aus diesen Sätzen. Ja. Wie gesagt, nochmal kurz an unsere Gäste, die zuhören. Wenn ihr da selber einen Kommentar zu habt oder eine Frage zu stellen wollt, dann fühlt euch bitte so frei, da einzuspringen. These Nummer 294. Ich würde ein bisschen Pause machen dazwischen, dann hat man ein bisschen Zeit zu reagieren. Ja, okay, probieren wir ja, aber jedes Mal 10 Sekunden Pause ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ja, prima, Alexander, wenn du was sagen möchtest, bitte. Ja. Das schon, also ich hätte nur beim Papst Alexander, das Datum ist so stichhaltig, 1492, da kam mir gerade die Entdeckung von Amerika. Ja, der hat ihn ja auch geschickt, ne? Ja, kann man das sehen, ja. Zusammen mit dem spanischen König und der Königin, ne? Weil Isabel hieß sie und er, weiß ich jetzt gar nicht, wie der spanische Santa König Maria. Zu der Zeit hieß. Ja, mit der Santa Maria. Auf der Santa Maria, ja. Ich habe da haben wir gestern, glaube ich, noch mit Michael drüber gesprochen in unserer Gender-Agenda, nicht? Da kam doch auch. Ach ja, genau, das war wegen. Nein, das ist jetzt die satanische Medienagenda. Nee, da hatten wir ja gesprochen über die Eroberung des Paradieses, ne? Diesen Film. Conquest of Paradise mit der Musik. Ja, Spoiler-Alarm, ja. Ja, das darf man doch hier mal sagen. Das dauert noch eine Zeit lang, bis das kommt. Ein paar Tausend da draußen. Ja, mit der Musik von Vangelis, die ich übrigens immer sehr, sehr gut fand. Und mehr sage ich da jetzt auch gar nicht drüber. Das werde ich dann alles sehen. Genau. In satanische Musikagenda Nummer 164, wenn ich mich nicht irre, haben wir das besprochen. Ja. Ne? Ja, siehst du, manchmal funktioniert mein Gehirn noch so weit, dass ich mich an solche Dinge erinnere. Eine Serie, die man sicher verfolgen sollte, und da wird eben genau hier drüber gesprochen. Ja, Papst Alexander VI. War derjenige, der neben dem spanischen Königshaus natürlich dem Christopher Columbus diese Sache finanziert hat, dass er Amerika zwischen Anführungszeichen entdecken könne. Ja, interessantes Thema. Noch andere Meldungen, bevor wir fortfahren? Dann lese ich Nummer 294 erstmal. Die Kirche gibt überhaupt nichts auf. Wie noch in jüngster Zeit zwei katholische Theologen hervorgehoben haben, die es wissen mussten, Renan in seinen Aufzeichnungen zu dem Priesterseminar und Döllinger in seinem jüngst veröffentlichten Brief an Pfarrer Westermeier in München, hat die Kirche immer ihr ganzes System im Auge und verteidigt immer
ihren ganzen Kodex und ihre ganze Geschichte. Ihr Kodex, das ist der Codex Justinianus, auf dem das römisch-katholische kanonische Recht aufgebaut ist. Und du kannst dir nicht das eine auswählen und das andere zurückweisen. Das ist nun mal ein Satz, den man sehr schön mit der Bibel verbinden kann, weil Jesus Christus hat gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder wirst du den einen lieben oder den anderen hassen, oder du wirst dem einen dienen und dem anderen dich verweigern. Und genau so ist es. Du kannst nicht das eine auswählen und das andere zurückweisen. Du musst hier beide Dinge nehmen, und um die römisch-katholische Kirche zu akzeptieren. Und in Wirklichkeit kannst du nur einem Herrn dienen. Entweder Gott oder dem Mammon, wo es in dem Satz von Jesus drüber ging. Das ist ja kein Buffet, wo man sich von jedem, was einem gefällt, mal ein Stückchen herausnehmen kann. Genau. Wünsch dir was. 295. Auch habt ihr noch nicht alles vom Ablass gehört. Nachdem man unbeschränkt Sündenvergebung zu Rom wie zu Hause, mit oder ohne Reue, für sich wie für andere, für Tote wie für Lebendige, gegen Geld erhalten konnte, blieb für die Bequemlichkeit der Menschen wie für die Kasse des Papstes noch immer etwas zu tun übrig. Kein Deutscher wäre drauf gekommen. Die Kirche vergab die Sünden im Voraus. Und wie heute die englischen Reisenden mit dem Coupons der Firma Koch in der Tasche für noch nicht gegessene Beefsteaks, noch nicht beschlafene Betten, noch nicht gesehene Sehenswürdigkeiten ihre Reise antreten, was sollte das heißen, aber alle diese Coupons schon bezahlt haben, so konnte man von Rom aus mit einem bestimmten im Namen Jesu ausgefertigten Pergament in der Tasche für vergebene Sünden nach Hause zurückkehren und brauchte die Sünden jetzt nur noch zu begehen, wie in Engländer die Beefsteak nur noch zu essen bräuchten. Ja, ihr seht, da sind natürlich ein paar Schreibfehler mit drin, das ist ganz normal, das ist eine Arbeit, die ist noch nicht so gründlich gemacht, wie die endgültige Version nachher sein wird, wo man diese Dinge noch rausarbeiten kann. Aber der geschriebene Text sagt es ja nun ganz deutlich. Du konntest erst Ablässe kaufen für Sünden, die du bereits in der Vergangenheit begangen hast. Genauso wie du im Beichtstuhl nur Sünden beichten konntest, die du in der Vergangenheit begangen hast. Jetzt kannst du sogar bereits im Voraus einen Ablassbrief kaufen und kannst da sagen, dann mache ich diese Sünden. Ich glaube, wir haben in dem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums, als wir das vor wenigen Wochen gelesen hatten und über die Buße und den Beichtstuhl gesprochen hatten, doch das Beispiel angeholt, dass da ein Deutscher war, der dem Tetzel, der ja diesen Ablassverkauf in Deutschland sehr stark vorangetrieben hat, dass er bei ihm angeblich einen Ablass sich erbeten hat, weil er jemanden überfallen hat und dem das Geld ausgeraubt Moment, hat. Moment, das kommt in diesem Buch gleich in der Lösung. Ach, kommt das hier noch? Ui, ja. Spoiler Alert. Ich dachte, das war in Doppelgesicht des Papstes, dass wir da bereits drüber gesprochen hatten. Oh nee, okay, dann lasse ich es mal. Dann wollen wir mal sehen, dass wir weiterlesen in die Richtung hier. Dann ist das mein Fehler. Ich hatte dann die Bücher verwechselt. Wenn man so viel liest, dann kann man auch mal hier und da falsch hin und her rutschen. Gut, dann lese ich ganz einfach Nummer 296 vor. Am Hochaltar der Sebastianskirche in Rom konnte man gegen Bezahlung 8 Seelen auf einmal aus dem Fegefeuer befreien und erhielt selbst 2800 Jahre Ablass hinzu. Solche Altäre, denen es mehrere und mit verschiedener Wirksamkeit gab, hatten die Überschrift: Wenn jemand an diesem Altar eine Messe lesen lässt, dafür zahlte man je nach Wirksamkeit des Altars eine verschiedene Taxe, also Steuer, so erlangt er vollkommene Vergebung seiner Sünden. Wenn aber die Messe für die Seele eines Abgestorbenen gelesen wird, so steigt dieselbe sogleich während der Handlung und Feier der Messe aus dem Fegefeuer in den Himmel auf und wird bewahrt bleiben. Nichts ist gewisser. Also mit anderen Worten findet hier der Satz, den Tetzel damals geprägt hat: Wenn die Münze in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, hier wieder eine neue Bedeutung mit dem Lesen dieser Messe in der Sebastianskirche. 2800 Jahre Ablass. Na, dann kann man ja wahrscheinlich einige Sünden begehen, nicht wahr? Wer bietet mehr? Das kann ich sagen. Das war der Alexander VI., der noch mehr bietet. 297.
30.000 Jahre Sündenvergebung versprach mit einem eigenen Munde Alexander VI. Allein die in Rom von einem bestimmten allen. Bild. Entschuldigung. Versprach Alexander VI., also Antichrist Alexander VI., allen, die in Rom vor einem bestimmten Bild. Der heiligen Anna ein bestimmtes kleines Gebet sprachen, welches mit den Worten begann: Benedicta sit Sancta Anna, Mater tua ex qua sine, precato et macula processiti. Processisti, ja. Ich hatte das jetzt, soweit war ich nicht gekommen, dass ich das jetzt habe übersetzen können. Wir können mal eben sehen, wenn ich das in den Übersetzer in Google einklebe, ob der uns das ganz schnell macht. Der ist ja leider mit Übersetzungen aus dem Latein nicht immer so besonders gut. Aber wollen wir eben schauen, wie er das hier macht. Sprache erkennen, kleben und dann müsste er sagen, gesegnet ist deine Mutter Anna, von der nein vor Ort ihn zu treffen. Also, ja. Benedicta ist gesegnet, Sancta Anna Mater, Mutter Anna, deine Mutter Anna, ex qua sine peccator et macula processisti. Ja, kann ich jetzt auch nicht besser übersetzen, weil Lateinisch habe ich nie gehabt. Ex qua sine peccator, peccator erinnert mich hier irgendwie an Fisch, aber egal. Pescatore, ne? Pesche. Ihr seht, das ist nicht immer so eine perfekte Übersetzung, wie das hier gemacht wird von dem Übersetzer, aber muss man halt probieren. Gesegnet ist deine Mutter Hanna, von der einen Ort, um ihn zu treffen. Also, man kann leider nicht alles immer ins fehlerfreie Deutsche übersetzen. Ne? Aber 30.000 Jahre Sündenvergebung werden dir hier durch den Antichristen versprochen, wenn du vor dem Bild niederkniest und genau das tust, was Gott im zweiten Gebot absolut verbietet, sich vor Idolen und Bildern niederzuknien und sie anzubeten und dann auch noch ein Gebet zu sprechen. Ja, hörte ich da Michael im Hintergrund etwas probieren zu sagen? Oder jemand anders? Nee. Gut, dann kommen wir zu der Stelle, wo ich jetzt gerade eben den Spoiler-Alert fast hatte. Ich sehe es hier auf 310, da kommt also dieser Fall, wo ich drüber gelesen hatte. Ja? Ja, das ist er. Ja, nee, ich dachte, dass ich da hinten jemanden hörte. Irgendwie hat einer sein Mikrofon nicht aus und sagt dann doch was. Ich wollte nicht, dass ich hier eine Wortmeldung überspringe oder so. Ja, dann lese ich 310 vor. Übrigens hatte Tetzel, ne, das ist ja der bekannt, wie ich bereits sagte, der Ablasshändler zur Zeit von Martin Luther, hauptsächlich da eben auch im Osten Deutschlands, wo selbst Martin Luther war, in den Nachbardörfern ist er rumgegangen. Der verkaufte gegen Geld den Ablass ans Volk. Dieser Tetzel selbst hatte Gelegenheit, die Kehrseite des Sündenablasses kennenzulernen. In Freiberg in Sachsen, wo er im Jahre 1507 innerhalb zwei Tage schon für 2000 Goldgulden Ablass verkauft hatte, musste er plötzlich flüchten unter Gefahr von den armen Bergleuten, die sein Geld für dergleichen Dinge hatten, die kein Geld für dergleiche Dinge hatten, aber doch gläubig waren, erschlagen zu werden. Der Sohn eines solchen sächsischen Bergmann war Luther. Und auf dem Weg von Leipzig nach Jüterbock soll Tetzel von einem Edelmann überfallen, durchgeprügelt und seiner ganzen Ablasskasse beraubt worden sein. Als er sich den Täter näher ansah, erkannte er in ihm einen Mann, den er tags zuvor in Leipzig für 30 Goldgulden Absolution für eben dieses Vergehen im Voraus erteilt hatte. Die Erzählung bewegt sich durchaus im Kanten der damaligen Vorkommnisse. Den Satz verstehe ich jetzt nicht. Im Kanten, da musst du mal die Übersetzung nochmal, die Worte nochmal nachschauen. Denn ja, das Ranken ja, oder Kanten war, das konnte man da wirklich nicht erkennen. Ja gut, aber da muss das Wort Kanten erklärt werden, weil das macht so für mich, da macht der Satz keinen Sinn. Die Erzählung bewegt sich durchaus im Kanten der damaligen Vorkommnisse, also im Bereich, lass uns mal sagen, der damaligen Vorkommnisse. Ne? Diese Erzählung widerspiegelt eigentlich das, was damals auch wirklich vorgefallen ist. So würde man das vielleicht heute dann sagen können. Die päpstliche Kurie schickte, wie wir bald jenen werben, eigene Legaten nach Deutschland, um solche im Besitz von gestohlenen oder geraubt gut befindliche gegen Zahlung zu absolvieren. Ja, in Flämisch haben wir da einen schönen Satz, einen schönen Ausspruch, der heißt Kukje van eigen deeg. Da kriegst du also einen Keks von dem eigenen Teig, den du dir gebacken hast.
Und das erinnert mich dann wieder an die Frau, die protestantische Frau von dem katholischen Mann, die ja dem Priester ein wenig Arsen in den Teig mit reingemixt hatte, weil sie meinte, ja, wenn du dann mit der Transsubstantiation die Wesensveränderung dieses Teiges durchführst, dann kann da ja ruhig Arsen drin sein, dann macht das ja gar nichts. Dann kommen wir zu Punkt 314, wenn hier nicht eine Wortmeldung vielleicht eben noch zwischenkommt und dann der Marius fortfahren kann. Ja, da geht es um das Pallium. Das ist ein Amtsabzeichen des Papstes, das er regelmäßig an die Metropoliten der lateinischen Kirche verleiht. Ja, ich werde mal eben ein Bild davon zeigen, weil wir haben von dem Pallium bereits Bilder gezeigt. Das ist im Grunde sowas, was wir heute fast eine Krawatte nennen. Ja? Das ist so ein Ding, was über seinem Umhang ist. Das ist das hier, der Pallium. Und dann geht es darum, aus welchem Stoff das gemacht ist. Das von dem Papst wird da zum Beispiel von ganz bestimmten Nonnen gemacht, von ganz bestimmten Schafen da gewebt. Das ist also etwas, was man sich dann hier sind die Schultern, was man sich dann da drüber hängt, das ist das Pallium. Ne? Da geht es hier drum. Und anscheinend war das damals gar nicht so billig. Nein, oh, das Pallium ist teuer. Das musste man sich, wenn man da in der Kirche, also in den höheren Sphären der Kirche verkehrte, musste man sich das kaufen oder kaufen können. Und da musste man halt viel Geld für aufbringen. Und deswegen sind eben viele von diesen Leuten, die oben in der Hierarchie der Kirche sind, oftmals eben auch Verbrecher geworden, um sich zum Beispiel solche Pallien leisten zu können oder was. Ja, die sind ganz schön teuer. Richtig. Das ist dann halt ein äußeres Zeichen ihrer Würde. Wollen wir es mal so sagen, was Sie meinen, zumindest was Ihre Würde ist. Aber bitte, lies den Punkt gerne mal vor, Marius. Solange du kein Hirn hast, Deutschland, ruft einer der Humanisten des 15. Jahrhunderts in bitteren Zorn aus, bei Gelegenheit des Hintritts eines Bischofs, nach dessen Tod die betreffende Diözese wieder ein neues Pallium, das Schulterblatt des Kirchenfürsten, um ungeheuren Preis von bis zu 90.000 Dukaten in Rom kaufen musste. Solange du kein Hirn hast, Deutschland, und solange du keine Augen hast, kauf du Pallien und kaufe immer wieder Pallien. Und du, Verschacherer des Christentums, Papst in Rom, verkaufe du Pallien und verkaufe immer wieder Pallien, solange Deutschland kein Hirn hat und keine Augen. Ja, es ist schade, dass wir heute im 21. Jahrhundert immer noch genau in derselben Situation sind wie damals, wo das hier gesagt wurde. Ne? Solange du kein Hirn hast, Deutschland. Und keine Augen. Und keine Augen. Ne? Kauf das Pallium. Auch wenn der Preis bis zu 90.000 Dukaten ist. Also das wären heute vielleicht 500.000 Euro oder vielleicht noch mehr als das, dass man in Rom kaufen musste. Solange du kein Hirn hast, Deutschland, und solange du keine Augen hast, kauf Pallien, kauf immer wieder Pallien. Und du, Verschacher des Christentums, Papst in Rom, verkaufe Pallien, verkauf sie immer wieder. Solange Deutschland kein Hirn hat und keine Augen. Aber wer? Deutschland bekommt sein Hirn und seine Augen zurück. Deutschland bekommt seine Ohren und seine Augen zurück und kann wieder hören und lesen, kann das Wort Gottes hören, kann das Wort Gottes wieder lesen und kommt dahinter, dass das alles nichts weiter als ein großer Betrug ist, dann würde ich sagen, zwischen Anführungszeichen, Gnade dir Gott. Nicht wahr? In der Fußzeile ist es beschrieben, wie das, aus was das Pallium ist und ja. Ja. Ein aus Schafwolle gewobener Streifen, wie hier im Bild bereits gezeigt, ne? Ja. Ja. Und in jede pontifikale Handlung des neu gewählten Erzbischofs ungültig war. Das heißt, er musste das haben. Und das ist auch heute noch so. Ne? Von diesen Fätzchen Schafwolle hängt also die Möglichkeit christlicher Religionsübung für den Katholiken in Deutschland ab. Und, ist das gut, wenn ich die Fußnote vorlese, Marius? Ja, bitte. Ja? Und Merkeleser. Dieses Schaf war nicht etwa jenes symbolische Lamm Gottes, welche der Welt Sünde trägt, sondern ein Schaf aus der Campania. Also das ist so die Landschaft da in Italien. Nachdem sich erst seit dem 13. Jahrhundert die Gepflogenheit dieses Bindeholens in Rom von Seiten der Bischöfe und Erzbischöfe festgesetzt hatte, benutzte die Kurie die Gelegenheit dieser Bestätigungsform, um die schwersten Lasten und unerfüllbarsten Bedingungen an dieses Band zu knüpfen. Und ungezählte Millionen hat an diesem leichten Wollstreifen der jeweilige Pontifex aus fremden Ländern nach Rom gezogen.
Mainz zahlte im 15. Jahrhundert bei jedem Bischofswechsel 27.000 Goldgulden für so ein Pallium. Salzburg im 18. Jahrhundert 31.000 Goldgulden. Dahlberg im Jahre 1787 für die Bestätigung als Koadjutor von Mainz und Worms 80.000 Gulden. Mainz zahlt diese Summe im 15. Jahrhundert innerhalb 30 Jahre 7-mal. Salzburg innerhalb 9 Jahren 3-mal. Ließ sich ein geistlicher Würdenträger einfallen, die Annahme des Palliums zu verweigern, so wurde er, wie der Erzbischof von Trier, im 12. Jahrhundert exkommuniziert, also aus der römisch-katholischen Kirche gesetzt. Mit anderen Worten, er wurde seiner Erlösung entnommen. Ja? Für ihn gab es keine Erlösung, weil die gibt es ja nur innerhalb der römisch-katholischen Kirche, nach Papst Bonifaz dem 8. 1302 Unam Sanctam. Zitat, die runde Summe von Bestätigungsgeldern war aber nicht die einzige Geldgebühr, welche nach Rom entrichtet werden musste. Langten die Bischöfe in Rom an, so hielt man sie unter allerlei Vorwänden daselbst hin, dass sie die ausreichende Zahl von Ehrengeschenken an den Papst und dessen Bediente gemacht hatten. Die Regel war, dass man einen Bischof nicht eher von Rom abreisen ließ, bis er die Bestätigungsgelder bezahlt hatte. Gestattete man ihm abzureisen, ehe er bezahlte, so gab man ihm einen Exekutor mit auf den Weg, der den Auftrag hatte, ihn zu exkommunizieren, wenn er die Zahlungsfrist verstreichen ließ. In jedem Fall kam ein in Rom bestätigter Bischof tief verschuldet zur Regierung, und um ihre römischen Schulden zu decken, brachten sie häufig das Geld auf durch den Verkauf von bischöflichen Tafelgute, durch Verpfändung kostbarer heiliger Gefäße, oft wie in Regensburg 1283 an Juden verkauft, ja sogar durch Einziehung der für die Armen bestimmten Fonds. Das am häufigsten angewandte Mittel aber waren Steuern, die dem ganzen Volk auferlegt wurden und deren Ertrag dann nach Rom wanderte. Da sehe ich, meine lieben Brüder und Schwestern, überhaupt keinen Unterschied mit heute. Ja? Dem Volk werden heute Steuern auferlegt und der Ertrag dazu wandert nach Rom und in unseren eigenen Ländern sieht man da nichts von. Warum nicht? Denkt doch mal an die Infrastruktur. Schaut euch doch mal in Deutschland und anderen Ländern die Straßen an. Geld haben wir genug, aber wo geht das hin? Nach Rom. Die Straßen werden unterhalten, aber sie werden nicht vernünftig repariert oder vernünftige Straßen neu gebaut. Das ist nur ein minimales, ganz, ganz kleines Beispiel. Ja? Das Geld geht nach Rom. Und wer dann, wenn sich weiter drin studieren will, der kann sich ja gerne mal von Karen Hudes, die ehemalige Mitarbeiterin der Weltbank, die Whistleblowerin, einige Videos anschauen. Die sagt, dass in Amerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika, 60% der Einkommensteuer direkt an den Jesuitenorden gehen. Ja? Das nur mal eben zu diesem Thema. Erzbischof Jakob von Mainz weinte daher auf seinem Totenbett, nicht weil er aus dem Leben scheiden musste, sondern weil nach seinem Tode das arme Volk wieder die von der Kurie geforderten Summen zu bezahlen habe. Solange mit den Bistümern Mainz, Köln, Trier die Kurwürde und somit die Wahlberechtigung für den deutschen Kaiser verbunden war, gewann das Pallium eine große politische Bedeutung. Kein geistlicher Kurfürst konnte bei der Kaiserkrönung fungieren, der das Pallium nicht besaß. Und das Pallium erhielt nur der, welcher der Kurie genehm war. So entschied oft das kleine Stück Wollenzeug die Kaiserwahlen und bestimmte die Geschicke unseres Volkes. Von den heute knapp gewordenen Einkünften der Bischöfe nimmt die Kurie noch immer, was sie bekommen kann. Sie erhält jetzt bei jeder Besetzung von den preußischen Bistümern 1.000 Scudi, das sind 4,33 Mark pro Scudi umgerechnet, von den Erzbistümern 1.500 Scudi. Noch heute legt die römische Kurie bei der Erteilung des Palliums auf die finanzielle Seite der Sache das Hauptgewicht, so sehr, dass selbst an den Orten, wo ein Nuntius wohnt, der heilige Gegenstand, mit welchen die erzbischöflichen Rechte verliehen werden, nicht nur den geistlichen Geschäftsträger übergeben, sondern auf kaufmännischem Wege übermittelt wird.
dem jüngst verstorbenen Erzbischof von München, Freising zum Beispiel, wurde das Pallium zugleich mit der Rechnung von dem israelitischen Bankier Hirsch überreicht. Auch dies aus dem bereits vorher erwähnten und gezeigten Buch von Woker, Das Finanzwesen der Päpste. Scheint also schon ein ganz interessantes Buch zu sein, nicht Marius? Was wir da uns anschaffen wird können. Wird sich wohl lohnen, da reinzusehen. Ja, wohl lohnend. Gut, soweit zu dem Pallium. Das haben wir jetzt deutlich genug erklärt. In These 320. Eine der häufigsten Absolutionen war die für gestohlenes Gut. Sie war teuer. Ein Armer, der ja jetzt, nachdem er gestohlen, nicht mehr arm war, zahlte 20 Grossi. Ja, das ist ein Grosso, ist eine Münze, auch die können wir bei Wikipedia mal nachschauen. Gibt es eine Erklärung zu, eine Silbermünze im späten Mittelalter in Oberitalien in Umlauf war. Sein Gewicht betrug in Venedig, wo er Mitte des 12. Jahrhunderts aufgelegt wurde, etwa 2,1 Gramm. Und das in Gold. Also können wir schon schätzen, das wird schon ein ordentlicher Betrag sein, den das wert ist. Ein reicher Mann zahlte 50 Grossi. Eine ganze Stadt zahlte 100 Grossi. Und dann kommen wir zu Punkt 328, den ich gerne wieder an Marius übergebe. Wobei ich muss ja immer noch drüber schmunzeln, ein Armer, nachdem er gestohlen hat, nicht mehr arm ist. Naja, und dann macht die Kirche ihn wieder arm, um ihm das ganze Geld abzunehmen, ne? Teufelskreis, würde man heute sagen, ne? Ja. Ja. Aber wenn er nun einen Teil abgibt, dann bleibt ihm noch was über. Also lohnt sich wieder das Geschäft für alle. Win-win-Situation, würde man auch heute sagen. Ja, kann man wohl so sagen, ja. Bis auf den Beklauten. Das ist dann der immer die Arschkarte hat, wie man so schön sagt, ja. 328. Die höchsten Geldstrafen verlangte die Kurie nicht wegen Übertretung göttlicher Gebote, sondern wegen Auflehnung gegen päpstliche Verordnung. So ließ sie sich für die Aufhebung des gegen eine Stadt ausgesprochenen Interdikts 100 bis 150 Grossi bezahlen, also 2 bis 3.000 Mark. Und bei Lösung eines Bands, besonders gegen einen Fürsten, fanden nicht Gewissens-, sondern diplomatische Verhandlungen statt, um so viel Geld wie möglich zu erpressen. Ich denke, der wichtigste Teil dieses Satzes liegt hier im ersten Teil. Die höchsten Geldstrafen verlangte die Kurie nicht wegen Übertretung göttlicher Gebote, sondern wegen Auflehnung gegen päpstliche Verordnungen. Nun, der Papst nennt sich selber ja Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Das heißt, eine Auflehnung gegen päpstliche Verordnung ist eine Auflehnung gegen Gott, gegen den Gott dieser Welt. Ja? Also man kann es sehen, wie man will. Es ist immer eine Sünde, die gegen Gott begangen wird. Entweder gegen den wahren Gott im Himmel oder aber gegen den falschen Gott hier auf Erden. Jede Sünde wird von der römisch-katholischen Kirche hier mit einer Ablasszahlung zum Beispiel bestraft. Und die Fürsten, die wurden dann erst recht durch die Mangel genommen. Ja, und deswegen haben sie ja das Volk noch viel mehr durch die Mangel genommen. Ne? Von oben nach unten weiterdrücken. Ja, genau so ist das. Mit dem ganzen Bußenkatalog, wie wir haben. Da habe ich leider nichts von verstanden, Alexander. Auch heute, auch noch mit den ganzen Bußen. Ja. Straßenverkehr, Radar und richtig, weiß richtig. Nicht was. Ja, ja. Die ganzen Bußen, die uns aufgelegt werden, überhaupt irgendwelche anderen Strafen, auch irgendwelche Verzugsstrafen, also zum Beispiel Zinszahlungen und solche ganzen Sachen. Das ist alles dasselbe, nur es ist anders eingekleidet. Es hätte einen anderen Namen, aber es geht im Grunde alles um dasselbe, ja. Das ist heute immer noch. Oder heute ist das sogar hat das richtige auswuchernde Auswüchse angenommen. Irgendwann werden die Menschen vielleicht mal wach, Alexander. Irgendwann wird Deutschland vielleicht sein Gehirn, seine Augen und seine Ohren wiederbekommen. Ja, und dann mal sehen, was dann passiert. Leider werden sie sich dann oftmals im Fleische probieren zu rächen, anstatt auf die Bibel zu greifen und das Wort Gottes zu lesen und dem Teufel ins Gesicht zu lachen mit der Bibel in der Hand. 330. Nur für die Armen
war nichts zu hoffen. Deshalb sagt auch das Taxbuch an einer Stelle, Zitat, merke, dass derartige Gnaden und Dispensationen an Arme nicht verliehen werden. Da sie nicht zahlen können, können sie nicht getröstet werden. Das ist eine der schlimmsten politischen Züge der römisch-katholischen Kirche. Sie sorgt dafür, auf diese Art und Weise, dass arme Menschen sich nicht von der Sünde loskaufen können, durch die Ablassbriefe zum Beispiel jetzt zu kaufen. Das heißt, arme Menschen können die Seligkeit nicht bekommen, Reiche dagegen können so in den Himmel. Wie steht es denn in der Bibel geschrieben? In der Bibel steht doch geschrieben, dass eher ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, oder? Selig sind die Armen, steht in der Bibel geschrieben. Ne? Genau wieder 180 Grad umgekehrt, sollte man nochmal eben drüber nachdenken. Die römisch-katholische Kirche lehrt, als Reicher kannst du dich von den Sünden loskaufen und kommst du in den Himmel. Als Armer hast du das nichts und deswegen werden Gnaden und Dispensationen an Arme nicht verliehen, weil sie können nicht zahlen. Und wenn nicht gezahlt wird, der kann nicht getröstet werden. Der muss also die Hölle, der muss das Fegefeuer, der muss die ganze Rache Gottes ertragen, weil er eben sich nicht frei kaufen kann. Na? Das ist genau wie das arme Schwein, das in Monopoly jedes Mal, wenn er würfelt, ins Gefängnis geht und dem inzwischen die ganzen Mieteinnahmen weggehen und der nach drei Runden pleite ist. Das war übrigens ich immer, wenn ich das Spiel gespielt habe. Nur um mal eine Idee zu geben, wie sowas geht. Ja, haben wir da vielleicht noch ein paar andere interessante Bemerkungen vor, bevor ich in Punkt 337 fortfahre? Nee. War ich dran oder warst du dran, Marius? Ach, das ist mir gleich, mach mal. Besonders für Antichrist Leo den Zehnten, ja, das ist ja nun der Antichrist, der in der Zeit Martin Luthers da gewirkt hat, der große Gegenspieler von Martin Luther, den großen Ablasslöwen war es schmerzlich, auf die gewohnten Goldeingänge verzichten zu müssen. Hunderte von neu kreierten Beamten, die ihr Amt vom Papst gekauft hatten, warteten auf den Eingang der Taxgelder, auf die sie mit ihren Zinsen angewiesen waren, auf die Fuhren Sünden der Deutschen, die über die Alpen kommen sollten, und sie kamen nicht. Er starb vergiftet, nicht an einer allegorischen Goldvergiftung. Diese zerstört nur den moralischen Leib, sondern regelrecht, römisch, toxisch vergiftet, nach Aussage der Ärzte und seines Zeremonienmeisters Paris de Grassis. Und dann Marius in 338. Aber die Gesundung war nur von kurzer Dauer. Die nun bald beginnende und staatlichen Schutz findende definitive Trennung von Protestanten und Katholiken ließ die Letzten in ihren fortgesetzten Ablassleistungen gegen den Papst von dem Spott und der Kritik der Ersten fortan unberührt. Und die Gegenreformation, der erwachende Jesuitismus, und für Deutschland besonders die glückliche Kriegsführung der verbündeten katholischen Mächte Bayerns und Österreich zu Beginn des 17. Jahrhunderts befestigten das ganze katholische System fester als jemals in unseren Landen. Speziell der Ablass kam zwar nicht mehr auf marktschreierischer Höhe wie unter Leo den Zehnten, aber das System, und das war doch das Entscheidende, blieb und ist geblieben bis zum heutigen Tag. Und das gilt sogar für den heutigen Tag im 21. Jahrhundert. Aber wenn wir noch mal kurz auf den Satz in der Mitte des Artikels hier, des Paragraphen zurückgehen, da steht, und die Gegenreformation, der erwachende Jesuitismus und für Deutschland besonders die glückliche Kriegführung der verbündeten katholischen Mächte Bayern und Österreich zu Beginn des 17. Jahrhunderts, da sprechen wir über den 30-jährigen Krieg zwischen 1618 und 1648, dieser Krieg befestigte das ganze katholische System fester als jemals in unseren Landen, weil in der Zeit wurden ungefähr 12 Millionen Deutsche getötet. Und zwar ist das mehr als ein Drittel der Bevölkerung zu der Zeit in Deutschland. Ja? Von den Katholiken. Damit wurde der Protestantismus in, ich sag mal, seine Schranken mehr oder weniger verwiesen.
Und jetzt geht es natürlich ganz interessant weiter über ein Thema, das man auf meinem Kanal ja bis zur Genüge inzwischen kennen sollte, nämlich über die Jesuiten. Der Jesuitismus ist immer als potenzierter Katholizismus definiert worden. Tja, potenziert. Man könnte auch sagen, da gibt es noch einen anderen Ausdruck, den mag ich in Englisch immer so gerne. On steroids, ne? Auf Stereo, wie nennt man das im Deutschen? Auf Steroiden. Ja, Steroiden. Ne? Das ist der Katholizismus auf Steroiden, das ist Jesuitismus. Der jesuitische Ablass ist potenzierter Ablass. Der ehemalige Jesuitenzögling Bode schreibt, und dies gilt für das gegenwärtige Jahrhundert, Zitat, Vermöge der vorgeschriebenen Gebete erwirbt ein Mitglied des Jesuitenordens jeden Monat 7 vollständige Ablässe, außerdem täglich 60 Jahre und 40 Tage und nochmals extra täglich 100 Tage. Außerdem ist ihm teils möglich, teils vorschriftsmäßig notwendig, gegen 20 vollständige Ablässe im Jahr zu gewinnen, die vielen einzelnen 60 Jahre, 100 Tage gar nicht gerechnet. Überhaupt gehört nur der Vorsatz beim Aufstehen dazu, an allen unbekannten Ablässen, die irgendwo erworben werden können, teilzunehmen, um eine Unzahl zu gewinnen. Denn die Gesellschaft Jesu hat das Vorrecht, alle immer verliehenen Gnaden mitzugenießen. Hierbei ist das Abbeten des Rosenkranzes, wozu aber nur eine Viertelstunde gebraucht werden darf, noch nicht gerechnet. An jede Perle des Rosenkranzes knüpfen sich 100 Tage Ablass, also insgesamt 6000 Tage, die man täglich verdient. Ich frage, wo ist das Denken dieser Leute? Sind wir hier in China? Nein, in einem chinesischen Irrenhaus? Also bei den Heiden, die von Gottes Wort überhaupt keine Ahnung haben? Sind wir hier bei den Irren belandet? Gute Frage. Und im Punkt 342 fährt der Autor fort und sagt, und Ziele und System dieser Gesellschaft bekräftigte und erneuerte vor wenigen Jahren Antichrist Leo der 13. Ne? Der regierte ja nach Papst Pius dem 9. Ende des 19. Jahrhunderts. In seinem bekannten Breve vom 13. Juli 1886 mit diesen Worten, Zitat. Damit unser Wohlwollen gegen die Gesellschaft noch mehr erkennbar werde, bestätigen wir und bekräftigen durch das apostolische Ansehen alle apostolischen Schreiben, welche sich auf die Errichtung und Anerkennung der Gesellschaft Jesu beziehen und erneuern alle Vorrechte, alle Freiheiten, alle Ausnahmen, welche durch diese Schreiben verliehen waren oder aus ihnen gefolgert wurden. Deshalb bestimmen wir, dass dieses unser Schreiben unverletzlich, gültig und wirksam sein und denen, welche es angeht, in jeder Hinsicht zustatten kommen soll. Apostolische Schreiben, welche sich auf die Errichtung und Anerkennung der Gesellschaft Jesu beziehen und erneuern alle Vorrechte, Freiheiten und Ausnahmen, welche durch diese Schreiben verliehen waren oder aus ihnen gefolgert wurden. Deshalb bestimmen wir, dass dieses unser Schreiben unverletzlich, gültig und wirksam sein und denen, welche es angeht, in jeder Hinsicht zustatten kommen soll. Mit anderen Worten, Papst Leo der 13. hat den Jesuiten alle Reichtümer, alle Macht wiedergegeben, die ihnen 1773 aberkannt wurden, und die Papst Pius der 7. bei der Wiedereinführung des Ordens 1814 noch nicht getan hat. Hier gibt Leo der 13. den Jesuiten alle Macht wieder zurück. Alle Vorrechte, alle Freiheiten, alle Ausnahmen, die der Orden jemals hatte und die ihm früher abgenommen waren, die werden ihm hier wieder verliehen und zwar für ewig und immer. Das ist der Punkt, der hier gemacht wird von Panizza in These 342. Also haben die Narrenfreiheit wieder zurück? Ja, genau. Und bei manchen Schreiben unserer jetzigen öffentlichen Hand und irgendwelchen Institutionen wundert man sich über bestimmte Ausdrücke und so weiter und die findet man hier wieder. Zum Beispiel, dass irgendwelche Schriftstücke unverletzlich sein sollen. Das hat man schon bei dem ESM gehört, also bei dem europäischen Stabilitätsmechanismus. Ja. Genau.
Ja, das ist ganz richtig. Und der Stabilitätsmechanismus wurde ja auch geschrieben von den Bankern und die Banker werden kontrolliert von den Jesuiten. Also wir wissen, wer es geschrieben hat und von daher ist natürlich auch das Deutsch da mehr oder weniger dasselbe. Ne? Die Gute Bemerkung, Marius. Ja. Ja, die genießen da auch eine volle Immunität und deren Schreiben und Räumlichkeiten sind dann auch unverletzlich. Mhm. Richtig. 344. Die Kurie hält sich unantastbar. Entschuldigung. Ja. Man kann auch sagen unantastbar. Ja. An die Jesuiten kommst du im Grunde nicht ran. Genau wie an den Papst, der ja von sich selbst behauptet, der Richter aller Menschen zu sein, aber er selber kann nicht von Menschen gerichtet werden. Es ist im Grunde genau dasselbe. Könnte aber auch bei unverletzlichen Schreiben heißen, dass man die gar nicht einsehen darf. Kommt dann noch zu. 344. Die Kurie hält bis zum heutigen Tage nicht nur dogmatisch, sondern auch rein geschäftsmäßig ihre Pönitenztaxen aufrecht. Die päpstlichen Dispense halfen außerhalb der Kirchenstaates nichts mehr. An der Stelle des päpstlichen Sündenvergebung um Geld trat die weltliche Sündenbestrafung auf Staatskosten. Und da haben wir genau das, was Alexander bereits erwähnt hatte, ne? Die Bußen und Strafen, die einem heutzutage aufgelegt werden, die anstelle der päpstlichen Sündenvergebung, der Ablassbriefe und halt der Beichte oder halt der Bezahlung von Steuern stehen. Ne? Und das noch auf Staatskosten, der ganze Apparat. Naja, das wird ja immer von unteren Volk finanziert, egal in welcher Hand das ist. Naja, auf Staatskosten heißt ja im Grunde, dass das ganze Volk dafür bezahlt, ne? Weil ja, der Staat. Die Kirche hat ja auch durch Spenden und Ablässe auch das Volk bezahlt. Naja, anstelle der päpstlichen Sündenvergebung um Geld trat die weltliche Sündenbestrafung auf Staatskosten. Aber Staatskosten heißt ja, das ganze Volk bezahlt. Also anstelle also nicht der nur die Gläubigen. Nicht nur die Gläubigen, sondern das ganze Volk. Ja, du musst doch Steuern bezahlen, ob du jetzt gläubig bist oder nicht. Da gibt es ja dieses wunderbare Video von Bruder Richard Bennett, das ich auf meinem Zweitkanal hochgeladen habe. Vatican Control through Civil Law. Das heißt, vatikanische Kontrolle durch das Zivilgesetz, durch das bürgerliche Gesetz. Ja, das ist genau der Punkt. Anstelle der päpstlichen Sündenvergebung um Geld trat die weltliche Sündenbestrafung auf Staatskosten. Die haben so viele neue Sünden erfunden, dass sie das gar nicht mehr kontrollieren konnten, haben dem Staat gesagt, kontrollier du das. Was macht der Staat? Stellt Radarfallen auf, erlässt Gesetze, die kein Mensch mehr kennt, die er deswegen bricht und darum muss er dann Bußen bezahlen. Und das ganze Volk bezahlt die Bußen. Staatskosten geht immer um das ganze Volk. Ob du jetzt gläubig bist oder nicht, ob du Katholik bist oder nicht. Du gehörst zum Volk, du zahlst daran mit. Und das ist ja eben also genau das Problem. Wir zahlen unsere Steuern, um die Sünden der Heiden zu bekostigen. Wir, bibeltreue Christen, die wir in solchen Staaten leben, müssen mit unseren Steuern für die Sünden der Heiden bezahlen. So ist das System aufgebaut. Die haben halt ihre Märkte, neue Märkte erobert. Ja, so kann man das auch sagen. Da lassen sich diese Erzbrüder die Gotteslästerung ihres Bezirks per Brief und Paket zusammenschicken und gehen dann an die Arbeit und fühnen und leiern unendliche Rosenkränze prestissimo durch ihre wackelnden Kiefer. Ihr Gotteslästerer! Wenn ihr in Amerika am Panama-Kanal nur eine Stunde in der Sonnenhitze arbeitet und stürbet dann am Fieber, hättet ihr Verdienstvolleres vollbracht als mit eurer jahrzehntelangen fauligen Zahnarbeit. Eure Gotteslästerungstilgungsarbeit ist wahrhaftig auch ein solcher Panama-Kanal, der nie fertig wird. Ihr euer Verhältnis zu Gott so roh physisch wagenladungenweise auffasst. Fluchet nicht! Betet und arbeitet, dann kommen euch keine so verrückten Umwandlungen. Wer die römische Kirche hat durch jahrhundertelange Vergiftung und Umwertung aller religiösen Werte dafür sorgt, dass jeder Katholik für den anderen die Sünden der Welt tragen will, jeder ein bisschen Christus spielen will, eine jede ein bisschen Jungfrau Maria und unbefleckte Empfängnis spielen will, und er selbst, der römische Pontifex, spielt bekanntlich seit Jahrhunderten Gott.
ein bisschen Jesus spielen. Das heißt, wieder Werke tun und nicht auf die Gnade hoffen oder setzen. Ja, der nächste Punkt ist für dich, Marius. 348. Das Volk weiß nur, dass es gegen Geld von seinen Fegefeuerangst befreit wird. Auf Erden besorgt dies der Priester durch Messelesen. Im Himmel besorgt es die Maria durch Fürbitte. Das ist die Gesamtsumme ihrer Religion, der Italiener. Also mit anderen Worten, gegen Geld wird man von der Fegefeuerangst befreit. Auf Erden sorgt der Priester durch Messelesen dafür und im Himmel besorgt es die Maria durch Fürbitte, für die ich hier auf der Erde beten muss. Aber wo kommt eigentlich Jesus Christus hier an? Wo kommt Gott hier an? Wo wird hier irgendwie von Gott gesprochen, der irgendwelche Sünden vergeben muss? Wo? Also das ist alles so weltlich und nur materialistisch gesehen, dass ganz, ganz deutlich wird, dass das mit der Bibel im Grunde nicht mehr viel zu tun hat, ne? Das Volk weiß, dass es gegen Geld von seiner Fegefeuerangst befreit wird. Nur das Fegefeuer gibt es gar nicht. Das ist aber Thema der nächsten Sendung. Wie ihr seht, Fegefeuer steht es hier. Ja, da werden wir in der nächsten 44. Sendung drüber reden. Weil für heute haben wir das Thema der Buße gehabt und der Beichte wieder vor. Das haben wir abgeschlossen. Buße und Beichte gehört ja auch zusammen. Ablass und Beichte gehört ja auch zusammen. Aber man geht zur Beichte und bezahlt seinen Ablass für die Sünden, die man begangen hat. Normalerweise die Sünden gegen den Gott im Himmel, aber hier natürlich hauptsächlich gegen den Gott dieser Welt und sogar gegen den Staat. Wenn ich gegen den Staat gesündigt habe, dann muss ich da wieder Ablässe verkaufen. Das sind dann Geldbußen und Steuern, die auferlegt wurden. Ich glaube oder ich hoffe, das ist ziemlich deutlich geworden in der Sache, die wir heute gelesen haben. Ja, damit bringe ich diese Lesung für heute hier zum Ende, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar unserer Zuhörer, die vielleicht abschließend zu dem Thema jetzt vielleicht noch eine Frage oder eine Bemerkung haben, oder Marius, der noch etwas sagen möchte, bevor wir das Video für heute beschließen. Also von meiner Seite nicht mehr. Und sonst auch nicht viel. Na, dann bleibt mir nur zu sagen, ich glaube, dass heute auch wieder deutlich geworden ist, auch durch dieses Buch von Panizza, was wir hier lesen, dass ganz, ganz klar ist, dass das, was sich hier auf dieser Welt, die einzig wahre Kirche, außer der keine Erlösung ist, eine Kirche ist, die nicht biblisch ist. Eine Kirche, die ihre eigenen Gesetze macht und die alle Gesetze in der Bibel nimmt und umdreht, 180 Grad in dieser Welt umdreht und dann den Menschen das verkauft als die wahre Erlösung. Und sie verkauft es ihnen. Man muss es bezahlen. Man muss es mit Geld bezahlen. Ganz im Gegensatz dazu, wie in der Bibel steht, dass wir unsere Schätze eben nicht hier auf dieser Erde anlegen sollen, sondern wir sollen unsere Schätze im Himmel anlegen, weil da Motten sie nicht fressen können, Diebe sie nicht stehlen können und Rost es nicht zerfressen kann. Unsere Schätze im Himmel sind unsere Werke, durch die wir oder zu denen wir durch den Heiligen Geist geleitet werden, wenn wir wiedergeborene Christen sind. All dieser ganze Quatsch, und anders kann ich es nicht behaupten, mit diesen Ablasssachen, mit dieser ganzen Beichte, alles, was damit zusammenhängt, das ist alles sowas von unbiblisch. Das sollte jetzt nach dieser Lesung von letzten Mal und diesem Mal deutlich geworden sein. Ich hoffe, dass da in der Hinsicht keine Fragen mehr drüber sind. Und mir persönlich tun nur die Menschen leid, die nicht die Heilige Schrift, die nicht das wunderbare, reine Wort Gottes lesen und deswegen umherirren auf dieser Welt und nicht wissen, wie sie Erlösung erlangen können. Erlösung könnt ihr nur erlangen durch eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, die ihr nur bekommen könnt, wenn ihr sein Wort mit dem Verstand des Heiligen Geistes lest. Anders nicht. Und deswegen ist und bleibt es eminent wichtig, die Bibel zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.